Die Klebeflächen, kommen die nach hinten oder nach vorne? Ja, das. Halt sie am Arm, ich wickel sie von unten. Was hast du dir denn für komische Windeln geben lassen? Die sind viel zu groß. Die sind überhaupt nicht zu groß, die absorbieren viel mehr. Wie funktioniert das denn, die Klebebänder, oder wie das heißt? Halt sie doch fest! Ich kann nicht mehr! Du hast Mama wieder getroffen. Ich sah sie sogar. Oft. Das letzte Mal, bevor sie nach Australien fuhr, da sagte sie, sie wüsste jetzt, dass Papa sie nun nicht mehr nötig hat. Mond ist aufgegangen. Wir haben doch keine Gesangsstunde. Müde bin ich, geh zur Ruhe. Schließe meine Augen zu. Nicht deine, meine. Daddy, warum haben wir einen Tisch für fünf? Ich dachte, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir noch einen freien Stuhl hätten, falls wir uns mit jemand anfreunden, der noch einen hat. Du willst, dass jemand mit bei uns sitzt? Jemand, der die Reise... sitzt mit bei uns. Ah, ja. Ich will nicht, dass die Blonde mit den Hosen bei uns sitzt. Ist das hier... Die Blonde mit den Hosen sitzt bei uns. Welche Blonde? Verzeihst du mir, Gigi? Ich wüsste nicht was. Hast du mich trotzdem lieb? Ja, aber Mama habe ich auch lieb. Ja, ich war böse, aber gib zu, dass sie mich gereizt hat. Sind Frauen. Du hast recht. Sie regen sich viel schneller auf als wir. Wir sollten daher ein Beispiel geben. Insgesamt sind wir Männer auch stärker und intelligenter als sie. Guten Abend, meine Damen und Herren. BRD-Bundeskanzler Helmut Kohl und DDR-Ministerpräsident Hans Modrow haben sich gegenüber dem DDR-Fernsehen zu ihren bevorstehenden Gesprächen in Dresden geäußert. Beide setzten sich für eine Vertragsgemeinschaft ein. Auf deren Basis können erste konkrete Absprachen über die weitere Zusammenarbeit getroffen werden. Die CDU sieht sich auf dem Weg zu einer Volkspartei mit christlichem Profil, deren oberste Ziele Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung sind. Dieser Grundsatz bestimmte heute in Berlin die Beratungen am ersten Tag des CDU-Sonderparteitages. Einen Ausweg aus der prekären wirtschaftlichen Situation sieht die Partei im Kapitalzufluss aus westlichen Ländern. Die angestrebte Marktwirtschaft soll eine ökosoziale sein. Aufsehen erregte am Abend der Austritt des Hauptvorstandsmitgliedes Winfried Wolk. Der 48-jährige Maler warf dem Parteitag mangelnde Vergangenheitsbewältigung vor. Chile hat seit heute einen neuen Präsidenten. Es ist der 71-jährige Patricio Elwin, der bei den gestrigen Wahlen von 20 Oppositionsparteien unterstützt wurde. Er wird im März 1990 das Amt von General Pinochet übernehmen. Auf seiner ersten Pressekonferenz nach der Wahl hat Patricio Elwin heute Morgen den Wählern für ihre eindeutige Entscheidung gedankt und der internationalen Gemeinschaft für die jahrelange Solidarität mit den demokratischen Kräften Chiles. Der Christdemokrat, von insgesamt 20 Parteien unterstützt, bekam 55,2% der Stimmen, das heißt im ersten Wahlgang bereits die absolute Mehrheit. Ein Ergebnis, wie es in der Geschichte Chiles selten ist.
Vom nördlichen Arica bis Punta Arena im Süden hatte die Mehrheit sich für Elvin entschieden. Bei der Auszählung wurde jede Stimme zu seinen Gunsten mit Zustimmung und Jubel quittiert. Kein Versuch des Wahlbetrugs, die Militärregierung hat das Ergebnis der Wahlen voll anerkannt. Es war nach Mitternacht hier, als im Pressezentrum der stellvertretende Innenminister das offizielle Ergebnis verkündete. Für Anan Büchi nannte er 29,4%, für Irasoris 15,4%. Bei den Parlamentswahlen dagegen gibt es keine Mehrheit für die demokratische Opposition. Das heißt, die neue Regierung wird im Parlament Kompromisse suchen müssen. Das große Volksfest findet, geplant, heute Abend statt. Aber gestern Nacht bereits waren die Straßen voller jubelnder Menschen. Es gab eine improvisierte kurze Kundgebung mit Patricio Elvin, auf der er das Chile für alle und mit allen beschwor. Hubkonzerte der Zustimmung, Sprechchöre und Losungen. Eine der schönsten hieß Ciao Ciao Pinochet. Das war ein historischer Tag, dieser 14. Dezember 1989 für Chile. 7,5 Millionen entschieden das Schicksal ihres Landes an den Wahlurnen. Und mit dieser friedlichen Abstimmung gehen 16 Jahre Militärdiktatur zu Ende. Im März wird der neue Präsident sein Amt übernehmen. Sein Programm konzentriert sich auf drei Dinge: Demokratisierung, Einhaltung der Menschenrechte und Aufklärung der Verbrechen sowie eine ökonomische Politik, die die extreme Armut abbaut. Dazu gilt es, über Verfassungsänderung und Reformen die Militärs auf ihre eigentliche Aufgabe zu konzentrieren und sie der politischen Macht unterzuordnen. Das Vertrauen der Wähler ist ein großer Vorschuss, aber um der Demokratie festen Boden zu geben, bleibt viel zu tun. Der amtierende DDR-Staatsratsvorsitzende Manfred Gerlach traf heute in Prag mit CSSR-Ministerpräsident Marian Čalfa zusammen. Die Gesprächspartner erörterten Entwicklungsmöglichkeiten und neue Formen der beiderseits vorteilhaften Zusammenarbeit zwischen der DDR und der CSSR. Nach einem Gespräch mit dem Schriftsteller Václav Havel wurde auf den übereinstimmenden Standpunkt verwiesen, dass die Politik der demokratischen Erneuerung bessere Voraussetzungen für ein Zusammenwirken beider Völker und Staaten bildet. Der LTBD-Vorsitzende Manfred Gerlach und Bohuslav Kučera, Vorsitzender der Sozialistischen Partei der CSSR, stellten sich am Mittag der Presse. Beide Politiker hatten zuvor Gespräche über die Zusammenarbeit ihrer Parteien geführt. Vor den Journalisten betonten sie die Notwendigkeit des Ausbaus der Beziehungen, zumal sich mit den Demokratisierungsprozessen in beiden Ländern neue Möglichkeiten dafür ergeben. Manfred Gerlach unterstrich, dass die DDR auch künftig ein Staat mit konsequent antifaschistischem Charakter bleiben werde. Deshalb möchte ich auch als amtierender Vorsitzender des Staatsrates der DDR in aller Verantwortung erklären, es wird in der DDR keinen Neofaschismus und keinen Antisemitismus geben. Dort, wo es Tendenzen in dieser Richtung gibt, werden wir mit allen Mitteln, auch mit den durch Gesetz zur Verfügung stehenden Mitteln des Staates, dagegen vorgehen. Wir werden keine Zweigorganisation der Republikanischen Partei aus der BRD oder andere neofaschistische Organisationen in der DDR dulden. Die bulgarische Volksversammlung übte sich heute in Sachen Demokratie. Ein Punkt auf der Tagesordnung fand das besondere Interesse: der Bericht des Innenministers zu den Übergriffen der Polizei gegen Demonstranten vor dem 10. November, dem Tag der Entmachtung von Schiffkow. In einem Beschluss wird gefordert, die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen und die betroffenen Personen zu entschädigen. Gleichzeitig wird er beauftragt, dafür zu sorgen, dass die Gesetze künftig eingehalten werden. In einer Deklaration wird ebenfalls einmütig dem Antrag zugestimmt, die führende Rolle der Kommunistischen Partei aus der Verfassung zu streichen. Laut deren Bestimmungen kann dies allerdings erst in einem Monat erfolgen. Zum angekündigten Dialog mit den unabhängigen Gruppen sagte BKP-Politbüro-Mitglied Beljo Belchev, er soll offen und ehrlich sein. Ihre Vorschläge werden wir aufgreifen, wenn sie dem Sozialismus entsprechen und helfen, die Demokratie zu erweitern. Mit denjenigen, die eine Abkehr vom Sozialismus wollen, werden wir uns mit politischen Mitteln auseinandersetzen. Weitere Nachrichten des Tages im Überblick. Berlin. Die DDR-Regierung hat die Auflösung der Kampfgruppen beschlossen.
Bis zum 30. Juni nächsten Jahres sollen alle damit verbundenen Maßnahmen beendet sein. Berlin. Eine Sonderkonferenz der KSZI-Staaten haben Vertreter von Parteien und Organisationen der DDR, der BRD und Westberlins, den Unterzeichnerstaaten der Schlussakte von Helsinki, vorgeschlagen. Wie auf einer Pressekonferenz mitgeteilt wurde, sollten die Konferenz die Aufgabe haben, gesamteuropäische Regelungen für eine gleichberechtigte Kooperation zwischen Ost und West zu formulieren. Brüssel. Die Außenminister der NATO haben die Reformen in der UdSSR und in anderen sozialistischen Staaten Europas begrüßt. Wie Generalsekretär Wörner vor der Presse erläuterte, halte man aber an der Strategie der Abschreckung fest. Für diese Strategie gäbe es keine Alternative. Hamburg. SPD-Bürgermeister Henning Foschrau hat sich dagegen ausgesprochen, die Kontakte zwischen seiner Partei und der SED zu beenden und dabei vor panikartigen Überreaktionen gewarnt. Foschrau, der sich damit gegen seinen Parteivorsitzenden Hans-Jochen Vogel stellte, sagte, die SPD dürfe sich nicht zum Kronzeugen gegen ihre eigene erfolgreiche Ostpolitik machen lassen. Moskau. Der sowjetische Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow ist in der vergangenen Nacht im Alter von 68 Jahren verstorben. Er erlag einem Herzversagen. Der Kongress der Volksdeputierten, dem Sacharow als Mitglied angehörte, gedachte in einer Schweigeminute des weltbekannten Wissenschaftlers. New York. Die UdSSR will bis zum Jahr 2000 alle in anderen Ländern stationierten Truppen zurückziehen. Das kündigte der stellvertretende sowjetische Außenminister Petrovsky vor Journalisten der UNO an. Die genaue Stärke der sowjetischen Truppen im Ausland liege zurzeit bei 627.500 Soldaten. Delhi. Der neue indische Regierungschef Pratap Singh hat die Entwicklungen Richtung Weltfrieden und Abrüstung begrüßt. In diesem Zusammenhang würdigte er vor der Presse in Delhi das sowjetisch-amerikanische Gipfeltreffen von Malta. Indien werde auch künftig zur Nicht-Paktgebundenheit stehen. Johannesburg. Der Präsident des Weltbundes reformierter Kirchen, Alan Bosak, ist auf dem Flughafen verhaftet worden. Bosak wollte die 5 Apartheid-Gegner abholen, die heute von einem Appellationsgericht freigesprochen worden waren. Tokio. Vor dem obersten Gericht der Stadt begann heute im sogenannten Rekrut-Bestechungsskandal der Prozess gegen Takao Fujinami, der noch vor wenigen Jahren zu den einflussreichsten japanischen Politikern gehörte. Als Chefkabinettssekretär der Nakasone-Regierung gingen alle wichtigen Entscheidungen über seinen Schreibtisch. In den Skandal sind 43 führende Persönlichkeiten verwickelt, darunter der heutige Ministerpräsident Kaifu. Panama-Stadt. Die Nationalversammlung Panamas hat für das Land den Kriegszustand erklärt. Das gelte so lange, wie die USA-Aggression anhalte. General Noriega wurde zum Regierungschef mit Sonderbefugnissen bestimmt. Und zum Wetter. In der Nordhälfte etwas Schneefall, Temperaturen zwischen 1 und minus 4 Grad. Tags zeitweise Regen, nur anfangs zum Teil Schneefall, Temperaturen im Norden um 3, im Süden um 10 Grad. Nachrichten noch einmal um 1.05 Uhr. Zu mitternächtlicher Stunde oder zur Mittagszeit, wenn Sie unsere Wiederholungssendung sehen sollten, auf jeden Fall herzlich willkommen bei Sportspezial. Ich glaube, es wären recht abwechslungsreiche 60 Minuten, denn wir haben 4 Sportarten auf dem Programm, die in der Zuschauergunst recht weit oben rangieren. Als da wären Volleyball, Fußball, Tennis und Boxen. Als erstes zum Volleyball. An diesem Wochenende sollte eigentlich in Suhl um den Pokal des Ministers für Verkehrswesen gespielt werden. Sollte, wird aber nicht, denn dieser Pokal wurde bereits in der Woche in Leipzig vergeben. Gewinner, die Mannschaft von Delta Lloyd Amstelveen. Warum dies Ganze? Nun, es hatten ursprünglich mal 4 Mannschaften für dieses Turnier gemeldet, eben Amstelveen, Dynamo Bukarest und der SC Leipzig sowie ZSKA Moskau.
Die Moskauer reisten aber nicht an, da die Reisekosten selbst erstattet werden mussten und das war den Moskauern zu teuer, blieben sie also zu Hause und kamen nicht. Nun waren bloß drei Mannschaften in Leipzig und da entschloss sich der Veranstalter, die Vorrunde kurzerhand zur Hauptrunde zu deklarieren. Und Amstelveen, Sie haben es bestimmt schon in der Zeitung gelesen, heißt also der Pokalgewinner. Ja, was nun aber in Suhl? Karten waren schon verkauft und man wollte das volleyballinteressierte Publikum natürlich auch nicht enttäuschen. So wurde kurzerhand eine vierte Mannschaft engagiert, eine Berliner Auswahl, die aber im Wesentlichen den Kern unserer Nationalmannschaft darstellt. Und diese vier Mannschaften spielen nun um einen Pokal, der schon vergeben wurde. Es geht also im Grunde genommen nur in Anführungsstrichen um die Ehre. Heute zwei Spiele, zum einen SC Leipzig gegen Bukarest, 3-2, und eben die Berliner Auswahl gegen Amstelveen. So, wir schauen in das Gesicht unseres Mannschaftskapitäns, Ronald Triller von der Berliner Auswahl. Wir sind im zweiten Satz dieser Begegnung zwischen der Berliner Auswahl und dem holländischen Landesmeister Delta Lloyd Amstelveen. Die Berliner haben den ersten Satz mit 15-11 gewonnen und in diesem zweiten Satz führen sie nunmehr mit 12-10. Gute Kombination auf Seiten der Niederländer und Wechsel der Aufgabe. Erster Schiedsrichter dieser Begegnung ist Michael Triller, der zweite Rainer Lipnitz. Etwa 400-500 Zuschauer hier in der Suhler Stadthalle bei dieser Begegnung. Die Aufgabe wechselt wieder zur Berliner Auswahl mit der Nummer 2 Frank Reimann. Unser Längster mit 2,02 Meter. Und Punkt, der 13. damit und 13-10. Zwei Zähler fehlen noch zum zweiten Satzgewinn. Sehr schöner Zweierblock und damit und Satzball im zweiten Satz. Für die Berliner Auswahl, die fast identisch ist mit unserer kompletten A-Nationalmannschaft. Nur gilt. Noch einmal Wechsel der Aufgabe. Unsere Auswahl bereitet das Turnier in Apeldoorn in den Niederlanden nach Weihnachten. Und da kam dieses Spiel hier gerade zur rechten Zeit. Derzeit in einem Trainingslager. Ja, René, sagte ich. Da sind Verhandlungen im Gange derzeit. Ein italienischer Erstligaklub ist interessiert an René, aber er wird dann beim Länderturnier in Apeldoorn für die DDR-Auswahl dabei sein. Noch einmal Satzball ins Aus und wieder Wechsel. Na, manchmal ist es schwer, den 15. Punkt zu machen. Ball im Aus, war der Block dran, das ist die Frage. Verneinung vom zweiten Schiedsrichter Rainer Leibniz und damit Punkt. Ja, da klappte das Zuspiel nicht genau. Dennoch Wechsel und damit zum dritten Mal Satzball. 14-11 und an der Aufgabe sehen wir mit der Nummer 12 Franco Hölzig vom SC Dynamo. Und das war dann auch der 15. Punkt. Also die Berliner Auswahl gewinnt den zweiten Satz mit 15-11, wie auch den ersten, und geht damit 2-0 in Führung. So, dritter Satz dieser Begegnung und die Berliner Auswahl in Nöten, denn der niederländische Meister führt in diesem dritten Satz mit 12-6. Wechsel der Aufgabe zu den Berlinern mit der Nummer 13, Ralf-Peter Brüsch vom SC Traktor Schwerin. Und Punkt, 7-12. Ralf-Peter Brüsch wurde eingewechselt. Da haben wir ihn wieder, 23-jährig. 10 Länderspiele bestritt er bisher. Ja, Missverständnis bei der Mannschaft von Delta Lloyd Amstelveen und Berlin verkürzt weiter auf 8-12 im dritten Satz. Ja, da war die Lücke. War der Ball am Boden? Jawohl, so entscheidet der zweite Schiedsrichter Rainer Leibniz und damit Wechsel der Aufgabe zur Nummer 11, das ist Peter Fleischmann,
in der Mannschaft von Delta Lloyd Amstelveen. Punkt. Und damit 13 zu 8. Der Trainer der Berliner Auswahl, also unserer Nationalmannschaft im Prinzip, Ulrich Serno, fordert hier eine Auszeit bei diesem Spielstand. Da haben wir ihn im Bild mit dem Schnurrbärtchen, ehemals ja auch Nationalspieler beim TSC Berlin, der mit unserer Mannschaft ja einen Achtungserfolg erringen konnte vor 2 Monaten bei der Europameisterschaft. Nach langen Jahren erstmals wieder dabei bei einer EM. Immerhin der 9. Platz mit 2 Siegen zum Abschluss gegen Rumänien und Griechenland. Unsere Männer suchen wieder den Anschluss zur europäischen Spitze. Und diese Mannschaft von Delta Lloyd Amstelveen, eine sehr spielstarke, nicht nur weil sie ja den Pokal gewinnen konnte in den letzten Tagen in Leipzig, den Pokal des Ministers für Verkehrswesen der DDR, sondern wer Meister wird in den Niederlanden, der muss eine gewisse Spielstärke haben, da gibt es gar keine Frage, denn die Niederländer wurden ja immerhin Europameisterschaftsdritter vor 2 Monaten in Schweden, überraschend im Spiel um Platz 3 mit einem Sieg gegen die UdSSR. 14 zu 8 und damit Satzball für Amstelveen. Abgewehrt durch die Berliner Auswahl, der Ball wechselt zu unserem Mannschaftskapitän Ronald Triller. 95 Länderspiele bestritt er bisher, der 24-Jährige. Über Kopfpass, sehr gut gestellt, noch besser geschlagen durch die Nummer 9. Ein herausragender Spieler in dieser holländischen Mannschaft, Wim Hagendoorn, den wir jetzt an der Aufgabe sehen. 24 Jahre ist er alt, 1,98 Meter lang. Dirk Oldenburg mit der Nummer 11. Das war's dann, der 15. Punkt im dritten Satz, damit verkürzt. Delta Lloyd Amstelveen auf 1 zu 2. So, Aufgabe für die Auswahl Berlins beim Stande von 12 zu 9 im vierten Satz. Gewinnt die Berliner Mannschaft diesen Satz, dann ist also alles klar. Aber die Aufgabe wechselt zunächst wieder zu den Gästen aus den Niederlanden. Wim Hagendoorn an der Aufgabe, einer der auffälligsten in dieser niederländischen Meistermannschaft. Punkt für Amstelveen und damit Verkürzung auf 10 zu 12. Na, das ließ der erste Schiedsrichter noch durchgehen, dieses Passspiel. Ja, der erste Pass, die Annahme kam sehr weit ans Netz heran. Frank Reimann. Hinterfeldangriff, gute Feldabwehr, Dirk Oldenburg, Punkt für die Berliner Auswahl und damit 13 zu 10, 2 Punkte fehlen noch, aber zunächst eine Auszeit, die zweite, die die niederländische Mannschaft fordert, hier durch ihren Trainer Ad van der Velde, der selbst Auswahlspieler war, 199 Länderspiele bestritt für die niederländische Auswahl, da sehen wir ihn. Übrigens 1983, so erzählte er mir vor dieser Begegnung, war er hier in Suhl mit seiner niederländischen Mannschaft bei der Europameisterschaft in der Vorrundengruppe. So, 1 Minute Auszeit ist vorüber. Die Begegnung geht weiter beim Stande von 13 zu 10 für Berlin. 4. Satz. Erneut Frank Reimann, der 22-Jährige. Die Aufgaben kommen nicht scharf. Aber sie senken sich sehr schnell hinunter und da ist die Annahme offensichtlich schwierig für die Niederländer. Satz und Spielball für die Berliner Auswahl. 14 zu 10. Ein Wechsel noch bei den Niederländern. Juniorenauswahlspieler Patrick de Reus kommt mit der Nummer 8. Wieder Hinterfeldangriff, gute Feldabwehr.
Missverständnis beim Abschluss und das war der 15. Punkt. Also die Berliner Auswahl identisch.